Okay. Die nächste Kacke, das wird mich irgendwie, glaube ich, aufregen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt perfekt hinbekommen soll, aber naja. Überspringen. Aber ich versuche mein Bestes jetzt. Wo bin ich hier? Hey, ist das für mich? Wirst du wohl? Hilfe, ein Dieb! Was ist passiert? Jago hat gestohlen, was mir am liebsten auf der Welt ist. Was? Er gibt das sofort wieder her, hörst du? Hol's dir doch, Dumpfbacke. Also, wir sollen jetzt den Papagei holen. Ein Erdbeben? Ja, klar, ein Erdbeben. Glück, ich muss den anderen helfen. Jaffas Magie blockt einige deiner Fähigkeiten. Deck und Abschlusskommandos können nicht eingesetzt werden. Endlich frei, okay. Danke, Mann. Dann hast du Glück gehabt, Genie. Schnell und irgendwo. Ja, okay. Okay, damit habe ich jetzt mehr Zeit. Jetzt kann ich mein Leben chillen. Komm. Hey, ich hab doch. Du hast ihn schon gefangen? Unglaublich, ich danke dir von Herzen. Und ich dachte, ich wäre schnell. Lass mich raten, es ist die aerodynamische Figur. Frisur. Es muss die Frisur sein. Ich glaube, ich habe das extra Ending bekommen. Ja, weil ich so viel Zeit hatte. Noch kannst du fliehen, mein Lieber. Was? Befreie dich von deinen Schmerzen. Kümmere dich nicht um die Leute, die du sowieso vergisst. Dann wirst du dich nicht mehr einsam fühlen. Und keine Schmerzen mehr spüren. Es liegt ganz in deiner Hand, Sora. Hänge verlorene Erinnerungen nach und verfalle der Dunkelheit. Oder lasse vergessen Ruhen und fernde Frieden. Und für was entscheidest du dich? Warte. Und nun? Will ich wirklich eine weitere Karte benutzen? Es wird mir noch mehr wehtun, solange bis mir ein Herz der Dunkelheit einfällt. Aber einen anderen Ausweg gibt es nicht. Ohne die Karten komme ich nicht weiter. Sollte ich die Schmerzen dann ignorieren? Wenn es wirklich so einfach ist, sollte ich es vielleicht versuchen, statt die Schmerzen mit mir herumzuschleppen, bis sie mich übermannen. Was soll ich noch bloß tun? Aura? Sora? Kannst du mich hören? Wer ist... Miki, wo steckst du? Entschuldige, ich bin noch auf dem Weg zu dir. Momentan kann ich dir nur meine Stimme erreichen. Macht nichts. Du, Miki, ich weiß irgendwie nicht mal weiter. Ich vergesse hier ständig, wen ich getroffen habe. Aber hat der Typ in der schwarzen Kutte recht? Fällt mein Herz nach und nach der Dunkelheit einheim, wenn ich mir wegen einem den Kopf zerbreche? Verstehe.
Wirst du also all jene aufgeben, an die du dich nicht erinnern kannst? Wer sind das? Du kannst dich vielleicht nicht an sie erinnern, aber für sie bist du ein Freund. Ganz genau, Quark. Schließlich haben wir gemeinsam viele Abenteuer bestritten. Was auch passiert, du bist uns wichtig. Ich verstehe irgendwie nicht. Lausche deinen Herzen. Was sagt es dir? Was fühlst du jetzt? Ich weiß auch nicht so genau, obwohl ich mich nicht erinnern kann. Und obwohl wir uns nie getroffen haben sollten, ist mir ganz warm ums Herz, als könnten wir zusammen. Erinnerungen können schwinden, doch Gefühle bleiben, selbst nach der Rücksetzung deiner Daten. Irgendwo in deinem Herzen leben die Abenteuer, die du hier mit ihnen erlebt hast, weiter fort. So wie alle jene, die du hier getroffen hast, einen Platz in deinem Herzen gefunden haben. Dann leide ich also nicht, weil mir etwas fehlt, sondern weil ich ganz viel habe. Wie ich fürchte, ich habe meine Kräfte etwas überstrapaziert. Ich komme ganz bestimmt zu dir, Zora. Halte noch etwas durch. Mickey, willkommen zurück, Einsamkeit. Noch etwas, dann tut... bis die Dunkelheit mich vereinnahmt hat. Naja, jetzt kann ich genauso gut weitermachen. Ich esse mir nur eine Karte übrig. Ja, da hast du recht. Aber ich will das jetzt in dieser verfickten Zeit schaffen. Okay, wartet mal. Okay, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Das ist jetzt ganz simpel. Nicht das. Ich hole jetzt Standard- und Alternativ-Endings. Für Standard muss ich 30 bis 60 Sekunden haben noch, bevor ich den Papagei fange. Also diesen Raum da 30 bis 60. Ja. Überspringen. Ich muss weniger haben. Verdammt, wieso geben sie mir mehr Zeit? Wo ist der Papagei? Okay. Ich muss jetzt ein bisschen warten. Jetzt kommt er rüber, jetzt kann ich ihn ansprechen. Du hast ja danke, das war sehr tapfer. Ja, gute Arbeit, vielen Dank. Damit habe ich das Standard-Ending. Für das andere Ending muss ich nur unter 30 Sekunden haben, das ist easy. Also muss ich jetzt wieder mein Leben chillen und danach habe ich das. Bald kommt der epische Kampf, aber naja, seht ihr gleich sowieso. Überspringen. Aber ich muss erstmal den Papagei finden. Großer verfickter Papagei. Ja, du hast mich gefunden. Freu dich, ein Keks, kleiner Pädophiler. Komm. Okay, ich hab den Papagei. Kommt der auch hoch? Ich bring mal Indy. Sieht ihr mich irgendwie nicht? Ich muss jetzt in die laufen. Ja.
Freu dich ein Keks. Unter 30 Sekunden kommen. Okay. Ich hab's geschafft. Den Göttern sei Dank. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Hey. Bisher läuft alles sehr gut für mich und wir sehen es im nächsten Part. Okay. Jetzt kommt die letzte Herausforderung. Hollow Bastion. Da geht es eigentlich sehr schnell. Überspringen, das brauchen wir sowieso nicht zu sehen. Es grenzt ja fast schon an Unverschämtheit, dass du hilfloser wirst als bisher geschafft hast. Dein Lachen wird dir noch vergehen. Glaubst du? Hey! Eine große Blume. Ja, okay. Wie dahin. Oh, jetzt weiß ich wieder. Okay, wir müssen Carlo sehr schnell besiegen und bei Malef wird es ein bisschen langsam sein, um das Standard-Ending zu bekommen. Ja, klar. Wir müssen schnell sein, also das sind ja Carlos Herausforderungen so gesagt. Er muss erstaunt sein. Ja komm. Wie soll ich den jetzt erreichen? Bitte sollen keine Blöcke kommen, bitte sollen... Knapp. Hätte ich nicht einfach rüberspringen können, wenn ich das jetzt gerade so bedenke? Bestimmt. Aber nein, ich komme hier nicht auf die Idee. Komm doch. In weniger 30, also in 30 Sekunden besiegen. Schaffe ich locker. Ey, ich hab das in 30 Sekunden. Hab dich. Tja, das war's dann wohl. Hut ab, Kleiner. Langsam nervst du gewaltig. Mal sehen, was du von Plan B hältst. Alle willst, wenn du gerade zusiehst, hol mich hier raus. Wehe, es ist nichts Wichtiges. Ach du. Was hängt dir aus? Na, was wohl? Die Welt ist in Dunkelheit zu tauchen, natürlich. Dann lasse ich dich nicht mal zu. Ach ja. Und jetzt muss ich zu Malefiz irgendwie schnell rankommen. Wo bin ich? Ja, bis da ganz hinten. In weniger als... keine Ahnung, wie viele Minuten. So ein Pech aber auch. Aber was wirst du nur erreichen? Deine Kräfte gebannt. Damit du nicht auf die dummen Gedanken kommst. Gebannt? Müssen dann in den... Wie auf die Luftgrätsche verzichten? Willst du mich verarschen? So muss ich auf die Luftgrätsche verzichten, verdammte Scheiße nochmal.
Das regt mich jetzt schon auf. Klar. Kann ja nur mir passieren. Knapp. Ich glaube, die Taktik mache ich gleich. Hier kann ich mich nicht heilen. Okay, was habe ich jetzt? Nicht schlecht, Kleiner. Aber noch lange nicht genug. Du bist zu ineffizient. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dich beim nächsten Mal erwartet. Was für ein Ending habe ich jetzt? Das Standard-Ding. Speichern. Ey, ich will das jetzt mal für Salz ausschaffen. Ich habe jetzt bisher alle verfickten Endings gemacht. Jetzt will ich auch dieses verfickte Ending schaffen. Das war die letzte Karte. Ich würde dich hier gerne fragen, wie du die Reise fandest. Doch da du jetzt sowieso alle vergessen hast, fühlst du dich sicherlich auch nichts. Und ob, ich weiß zwar nicht, wen ich getroffen habe, wohl aber, dass ich wen getroffen habe. Und da ich mich nicht an sie erinnern kann, fühle ich mich einsam. Es tut dir also weh. Ich hoffe, du erinnerst dich an meine Warnung. Wenn du deine Schmerzen nicht loslässt, wird Dunkelheit deine Herzen heimsuchen. Du musst dich von ihnen befreien. Nein, die Schmerzen erinnern mich daran, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe. Deswegen werde ich nicht vorhaben, ihnen davon zu... Scharre aus, bis ich mich wieder erinnere. Die Dunkelheit erwischt dich vorher. Aber wenn ich mich meine Schmerzen verdränge, verliere ich die einzige Chance, mich zu erinnern. Mein Entschluss steht fest. Ich werde die Bürde meiner Schmerzen tragen. Sobald ich mich erinnere, werde ich sie frei sein. Doch bis dahin sind die Schmerzen das Einzige, was mich noch zu haben hält. Und das akzeptiere ich. Du akzeptierst es? Dass ich nicht lache. Ich werde dich lehren, was wahre Schmerzen sind. Hä? Verdammte Scheiße nochmal. Der ist so fucking schwer. Und ich, mal jeder, der diese Musik hört, weiß, wer diese Person ist. Deswegen muss ich nicht sagen, kann ich nur sagen, das ist Roxas. Nicht mit mir, du kleiner Bastard. Nicht mit mir. Hättest wohl gedacht, dass du mich jetzt treffen würdest. Okay. Ich habe gar nicht in Erinnerung, dass er so schwach ist. Ja klar, jetzt übertreibt doch die Lage. Ich habe in einer Rekordzeit besiegt, glaube ich. Yeah, hey. Spicht und bewirkt Sternentreue. Drin.
Du hast eine Trophäe erhalten. Deine Trophäensammlung kannst du in Dub... ja. Was ist, Sora? Warum gibst du mir nicht den Rest? Was hast du vor? Dann hast du wohl auch die letzte Illusion durchschaut. Mich. Auch ich bestehe bloß aufs Daten. Ich bin die Mühe wohl nicht wert, was? Warum etwas zerstören, das nicht real ist? Für eine Illusion schlägst du dir aber ganz schön zu. War jedenfalls nicht übertrieben, als du meintest, du würdest mich wahre Schmerzen lehren. Mir tun jetzt noch die Knochen weh. Doch meine Schmerzen gehen viel weiter. Sie sind nicht bloß körperlich. Während unseres Kampfes habe ich auch in dir die Schmerzen gespürt. Stechen, heftige Schmerzen und warum auch immer, sie waren mir vertraut. Und als wären es meine eigenen gewesen. Es fühlte sich an, als wären wir emotional verbunden und teilten dieselben Schmerzen. Wenn Schmerzen Verbindung schaffen, bin ich mehr als gewillt, sie auf mich zu nehmen. Mehr als gewillt? An dir beiße ich mich wohl die Zähne aus, also gut, Sora. Du hast bestanden, du hast begriffen, was Schmerzen sind. Diese Karte wird dir die Wahrheit zeigen. Bestanden? Was soll das heißen? Ich sollte ja rausfinden, ob du bereit bist, deine inneren Schmerzen zu akzeptieren. Diese Aufgabe habe ich erfüllt, also werde ich gehen. Nach Hause? Ich bezweifle, dass es so einen Ort für mich gibt. Obwohl ich schon eine wüsste, an dem ich gerne wäre. Wo denn? Was ist das für ein Gefühl? Erinnerung, aber nicht meine. Ich sehe einen Ort und Abenddämmerung. 358, 2 Days, voller Trost, aber auch voller Traurigkeit. Dort verbrachte ich meine ersten und letzten Roxas Sommerferien. Sei unbesorgt, deine Schmerzen sind bei mir gut aufgehoben. Okay. Aber ich will jetzt alle Karten haben, verdammte Scheiße. Okay, ich guck mal jetzt kurz mal nach, wie ich das jetzt mache.